Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit dem Dübedetlef and Friends. Hallo Bolzenbulle. Da hoch. Da hoch, jetzt muss es besser werden. Viel, viel schlechter geht ja nicht mehr. Ansonsten werden wir gleich den Server wechseln in dieser Folge. Einfach um zu demonstrieren, dass es doch irgendwie nichts bringt. Ja. Egal in welcher Runde wir sind, egal auf welcher Map wir sind, ich fühle mich immer nutzlos. Ich kann hier nirgends, weiß ich nicht. Wie im wahren Leben. Ja, quasi. Brauche nicht links fahren, ich brauche nicht rechts fahren, ich brauche nicht am Bergrand fahren, ich kann mich nicht auf der Arti-Position stellen, TD-Position. Ja, könnte ich mich hinstellen, das ist aber dumm. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie blöd. Nochmal endlich mal ein Spotter, der sein Handwerk hoffentlich versteht. Oh, der Emi fährt an eine scheiß Position ran und ich bin noch nicht in Sicherheit. Ich bin glücklicherweise noch nicht aufgegangen. Alter! Was ist denn hier? Was ist denn fucking nochmal hier? Mich so wichst, ey, einfach geil. Das haben sie richtig gut gemacht. Da stand ja alles. Krank. Tja, von uns trifft gar keiner. Oh Mann. Ja, der Spick macht das gut. Dass er da vorgefahren ist, ey. Starke Leistung. CDC-Balance-Kanner oben. Kommt ihr da nicht ran auf den CDC? Was für ein CDC? Ne, ist zu weit. Achso. Nicht schlecht, ey. Todesecke Nummer 1. Hui. Also so schnell habe ich noch nie so viele Treffer gekriegt. Nicht schlecht. Aber ja, das war eigentlich eine gute Idee von denen. Also von dem Spotter, ne? Schnell vorzufahren, weil er genau wusste, die TDs werden hier hinten stehen. Eigentlich... Eigentlich schlau gespielt. Rechts ist auch ein Skoda, ne? Gott, ist er. Nicht, dass der dich aufmacht. Ich glaube, das ist die schlauste Idee. Die Frage, was kann ich dagegen machen? Ja, da oben hinstellen, ist eigentlich eine gute Position. Hast du Doppelbusch hinten? Durch die Bäume davor? Darf es nur nicht aufgehen. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und jetzt müsstest du, weil du auch nicht wirklich einen Spotter hast. Ja, genau. Perfekt.
müsstest du für dich selber mal spotten und dann zurückfahren. Ja, Tiger 1 ist One-Shot. Ja, das wäre halt noch voll, ne? Nee, das ist nicht voll. Nee? Ach, den habt ihr auch schon welche gebalanced. Ah, sehr gut. Ah, hast du zwei One-Shots da auf der Seite. 5 Panzer, 6 Panzer leben noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, einer ist noch nicht offen gewesen. Der wird vielleicht... Ja, Jagdpanther, der steht da auch auf der Linie bestimmt. Ich guck mal kurz in die anderen Panzer, ob die beschossen werden. Dann kann ich dir sagen, ob du fahren kannst. Juhu, sie werden beschossen. Hui. Also ich denke mal, der Jagdpanther wird hier rüber gucken mit dem Udis zusammen. MT ist auch hier. Jo, Udis ist auf jeden Fall hier. Und da wurde auch nochmal gekettet. Also sie stehen alle drei hier. Blödes, dass der MT noch lebt, ey. 25 HP, der könnte dein Tod werden. Der wird bestimmt gleich deine Linie runterfahren. Warst du offen? Hm. Das ist schlecht, jetzt werden sie dich holen. Ja. Tiger 1, okay. Schafft er das? Ja, das müsste er schaffen. Boom. Das ist schon mal gut. Ja, der spielt das ganz cool. Der heißt ja auch Jay Cool. Ich weiß gar nicht, ob unsere Arti auch schießt. Oder ob die nur da steht. Ich gucke mal kurz. Oh, die Waffe zeigt nach oben. Das ist nicht so verkehrt. Und sie ebnet auch immer ein bisschen nach links, nach rechts. Jepsi. Scheiße. Der MT ist am AT-15 ran. Jetzt wird er sich die Arti holen, oder? Nee. Oder doch? Ja, sah so aus, als wäre er nach rechts abgedreht. Aber es ist besser, wenn ich mich auch mal verlege. Yep. Sieht schon sehr gut aus, der Skorpion, ne? Mit den Skorpionen drauf. Hat schon was. Da ist er. Na, da kann ich nicht hochfahren. Nee, nee, da bist du tot. Ah, die Art, die müsste einfach mal hinschießen und splashen und gut wär's. Interessant wird's, wenn der Udis anfängt, die Einzellinie runterzufahren, um sich hinten in die Büsche reinzustellen, dann hast du die Arschkarte. Jo, dann bin ich gleich weg.
Tja, auf die Arti ist glaube ich auch kein Verlass, weil die hat 0 Kills, also. Was soll ich jetzt machen? Ich fahr wieder auf 1 zurück, oben in die Büsche. Ja, lass sie kommen. Ich glaube, das ist auch die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Die GW-Panzer sagt gerade, hilf mir! Negativ! Ja, es macht einfach alles andere, macht keinen Sinn. Also das ist die beste Position. Aber da oben hätte ich mich nicht hingestellt, sondern vorne in den Busch. Wenn die Arti sich genau in den Busch reingestellt hätte, dann wäre es super gewesen. Ist die Frage, sollte ich runterfahren, versuchen den Ulus zu holen oder? Nee. Hier hast du Schutz der Häuser. Das einzige, dein einziges Problem ist eigentlich bloß noch der MT. Wenn der schon raus wäre, dann hätte ich gesagt, ja, fahrt drauf. Aber die kommen, 4 Minuten, die müssen kommen. Das Wichtigste ist nur, du musst bereit sein, mit dem Arsch an der Wand zu fahren. Wenn der MT kommt, der ist einfach zu schnell. Der wird dich trollen. Ich guck mal so ein bisschen hier rüber, ob ich vielleicht irgendeinen Baum fallen sehe. Links. Gut. Warst du offen? Mhm. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Hier oben in den Busch rein und dann nach links gucken, aber. Und nicht nach vorne. Ah, er stellt sich ins Cap. Das ist auch nicht verkehrt. Zwei Alternativen. Links den MT killen oder geradezu fahren, Udes töten und dann den MT. Wo steht der Jagdpanther? Ja, der wird auf H1 stehen da oben an der Düne. H1, H2, eine wirst du dir wahrscheinlich fangen, aber da geht nichts dran vorbei. Ich glaube, wenn du den recappen würdest, dann würdest du auf jeden Fall zwei fangen, von jedem eine. Offen bin ich. So, 48 Sekunden, jetzt musst du ein bisschen Dampf machen. Leider bist du ja nicht der Schnellste. Du hast noch einen. Oh ne, er fährt raus. Perfekt. Ja, beim MT bin ich mir ein bisschen unsicher. Dem würde wahrscheinlich auch ein Unentschieden reichen. Weil der so eine gute Runde hingelegt hat im Achter. Natürlich, wenn man die Chance hat zu gewinnen, ja. Er hat ja noch den Jagdpanther, der würde ja überleben. Also warum sollte er nicht versuchen, dich zu trollen? Spannung steigt. 1 Minute 40 Sekunden. Einfach safe stehen bleiben. Kommt gleich.
Da ist er. Da kam ein Schuss. Ja, müsste von rechts gekommen sein, ne? Alles gut. Unentschieden ist noch das Beste, was du haben konntest. Rechts, rechts ist. Oh nein. 4 Sekunden. Rico, balance ihn. Nein! Nein! Oh. Aber so stark gespielt. Schade, ey. Da hättest du ihn wirklich rauskriegen können, ne? Ja, Snapshot des Todes auf Darkness, auf verkackt. Ich weiß nicht, was gerade hier mit meinem Hintergrund los ist. Ich glaube, es wird langsam zu hell draußen. Jetzt doch wieder okay, lol. Eben war er ganz grün. Ich bin zum Hulk geworden, der Hintergrund, weil du nicht getroffen hast. Starke Runde, ey. War trotzdem spannend. Dass der da aufgeht und dass der perfekte HP hätte, damit du den One-Shotten kannst noch. Tja, und dann bleibt er hängen am anderen Panzer. Wobei ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, dass er rauskommt. Das war von ihm dumm gespielt, das wäre dann auch wieder Glück gewesen halt. Normalerweise darf er da nicht rausfahren, sondern er muss stehen bleiben, rückwärts fahren und hoffen, dass du vorfährst. Naja. Was soll's. Unentschieden ist doch immer nicht verkehrt. Ja, wir mögen es nicht, aber es ist da. Ein M12. Immer wenn ich auf diese scheiß Karte gucke und vergleiche unsere Panzer mit denen ihren Panzern, dann sehe ich da 4 Heavies auf ihrer Seite, die einfach mal Achter sind. Und bei uns 3 Heavies, wo einer aber kein Heavy ist. Das deprimiert mich immer total. Also ich habe keine schlechten Runden mit dem, aber es wird kein guter Panzer von mir. Das ist auf jeden Fall ein besserer Panzer als der 110er, finde ich. Auf keinen Fall. Das sind ja Welten. Der 110er hat halt Panzerung und der hier hat nix. Der hat also irgendwie fährt der 110er nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöne Kanone hat der 110er. Also ich fahre den gerne. Und wie gesagt, der macht das, was er machen muss. Er ist ein Heavy. Das macht der hier nicht. Ziel erfasst. Wir haben das Ziel verloren. Die wollte mich schon balancen. Ach ja. Alter, was ist denn da unten los? Das müssen wir verlieren, ne? Das siehst du, hoffentlich. Das geht gar nicht anders. Das kann man nur verlieren. Noch ein E-Mail. Ja, genau. An den also Bergen das E-Mail. Zweite Mal am Täfchen an sich falsch verschossen. Ein E-Mail und ein T34, ehrlich? Fahr zurück. Ja, mach ich, aber ich werde es nicht überleben. Aber ich weiß nicht, der E-Mail drückt zum Glück nicht, aber. Ja, fahr zurück. Und da werde ich aber auch sterben. Wo könnte ich hinfahren, wo ich nicht sterbe? Es gibt keine Position. Warum? Weil unser Team useless ist. Oh, T34B. Oh. Wird interessant.
Boah, der T-34B, warum hat der so viel fressen? Arti? Krass, ja, kann sein, dass die... Kein Plan, ey. Der hat noch 307, das geht gar nicht. Darfst du nicht weiter vorfahren, sonst würde ich die Arti wirklich. Naja, ich weiß. Ich hoffe, der T-34B ist nämlich ja weg und der Emil irgendwie. Ja. Ja, es hat auch irgendwas auf mich geschossen. Komm zumindest zu dir. Ah, Fahrzeug. Ich kann dich hier hinten unterstützen. Was anderes geht sonst so nicht. Aber wir haben die Situation auf jeden Fall deutlich verbessert. Map Control ist geholt. Der Pulk des Todes kommt, Rico. Ich fahre noch weiter zurück, ne? Ich hoffe, du kannst hier irgendwas machen. So, jetzt kann ich... jetzt stehen bleiben, wo du sonst konnten würdest. Nein? Okay. Nee, da komme ich nicht wieder weg. Die einzige Position ist hier, aber das spotte ich nicht wirklich. Aber der Cromwell macht. Ja, richtig. Das zweite Mal am Emil vorbeigeschossen. Tja, leider hilft mir das nicht. Ja, ich. Guck mal, also ich kann noch schießen. Aber sie blockieren mir mal. Ich will abdrücken, wenn mein Tor ist blockiert, ey. Ob der nachlädt? Das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall kommt die E3 jetzt. Nee, er lädt nicht nach. Ja, langsam müssten mal irgendwie Schüsse rein, wenn der gleich kommt. Ach, von hinten. Ziel erfasst! Der ging voll durch ihre Panzerung. Eine Sekunde hätte ich wenigstens nochmal schießen können. Ja, schade, kann man nichts machen. Jetzt bin ich weg. Der hat schon wieder meinen Turm kaputt gemacht. Was macht er? Wie macht er das? Ich soll eigentlich irgendwo im Turmkranz reinballern, ne? Aber es ist noch knapper ausgegangen, als ich gedacht habe, dass es wird. Oh, du hast Schwein. Aber der E-Mail klärt jetzt. Nee, doch nicht. Er schießt nicht auf dich. Ja, die. Mann, ey. Auch wieder nichts getroffen, ey. Also ich weiß nicht, also zur Zeit ist ich... Also ich muss gleich mal gucken, wie viel Schaden die Arti gemacht hat, weil das ist der interessante Faktor gleich eigentlich. Also die gegnerische. Ich glaube eher die Su, nur die Isu hat da hinten aufgeräumt. Von denen. Nee, ich meine wegen dem T-34 oben. Weil der war full life und dann war er low life.
schon, wie sie alle vorbeischießen, ey. Ja. Weil jeder will snappen, den letzten Schuss kriegen, ja? Richtig gut. Naja, die ISO, guck mal, IS 3 ISO. Die haben geregelt, die beiden. Und die Arti, nee, die hat nicht geregelt. Die wird den auch nicht getroffen haben, sondern die IS 3, die da hinten war, die hat den Schaden gemacht. Die wird zwei Hits gemacht haben. Der, was war das? WZ, der da stand, glaube ich, ne? War das ein WZ? 112er? Ich weiß nicht. Ne, 100, genau, der 112er, der da stand, genau. Der hat, der hat den Damage getankt vom T-34 und die IS-3 hat den Schaden gemacht. Und die haben halt, er hat einmal getroffen, die IS-3 zweimal. Und so war er so low. Schade, 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 schade. Weil der hätte da natürlich richtig geil arbeiten können mit seinem Turm. Dass ich zweimal im Kranwagen vorbeischieße, einmal die Gun treffe, also das ist echt... Ja, das war schade, sonst hätten wir den rausgenommen und dann hätte es nochmal, also dann hätten wir auf die IS-3 ein bisschen deutlicher fahren können. Also da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Los geht's! Badam, 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 badam. Vor allem, ich hab, also was ich wieder daneben gesehen habe, ey, das ist... Ach. Aber die Gun an sich ist genau, ne? Nee, nicht wirklich. Nee? Mhm. Die Munition ist so lange unterwegs. Lass bitte nicht den T-34 hier hochkommen, ey. Scheiße, der T-34 ist da. Wir haben sie nicht seitlich am Turm. Ich warte extra, damit der seitlich ist und ich komme nicht durch. Boah, der T-37 macht das super, ey. T-37? Ja. Der macht das wirklich Weltklasse. Der ging voll durch ihre Panzerung. Welcher T-37? Von uns. Der ist da lang gefahren, Freund. Mann, 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 ey. Bisschen früher schießen, Leute. Wir müssen es mal zurückkommen. Sehe ich doch schon. Ja. Bin schon auf dem Weg, aber ich... Natürlich fahre ich zurück. Aber ich fahre nicht den Weg zurück. Schade.
Ja, richtig. Der dreht da an der... Alter, ist der geil. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Der Uni, der ist auch total blind. Da steht doch die GW-Tiger-P. Und die ist eingeimpft. Und jetzt wird er gebalanced. 3, 2, 1. Na komm. Alter, was kommt denn hier noch alles, ey? Angezündet, Glück gehabt. Oh, noch ein Kill, wa? Feuererlaubnis erteilt. Erwischt. Waffenbrüder. Schöne Runde, Rico. Schöne Runde. War jetzt letzter, oder? Das war tatsächlich die letzte. Es war eine schöne Runde. Und deswegen sage ich auch, danke, dass ihr zugeguckt habt. Über ein Like würden wir uns beide uns sehr dolle drüber freuen. War einfach nur schlecht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.